Willkommen zu einem neuen Video und wir dürfen heute Präsident spielen, beziehungsweise ich und ich werde versuchen, absurde Entscheidungen zu treffen, die die Bevölkerung ausführen muss, weil ich sage und wir was zu lachen haben. Da freue ich mich jetzt sehr drauf. Ich habe auch schon meine Croissants an heute. Ja, ihr seht, die sind schon an, weil ich gerade von Aufnahme zu Aufnahme rolle. Und heute haben wir sie mit etwas ganz Tollem gefüllt. Geld und Macht. Und falls dir auch dieses tolle Headset aufgefallen ist, was die Farben ändert, ist ein Headset von Logitech, das G935. Hiermit darf ich es jetzt auch offiziell verkünden. Logitech ist jetzt mein Jahressponsor, was mich sehr freut, denn ihr wisst ja, dass ich bereits seit vielen Jahren viele Dinge von Logitech verwende, unter anderem 3 Logitech Brios. Und ich hatte 5,5 Jahre mein Logitech-Headset und natürlich dieses hübsche Mikro von Blue. Weißt du Bescheid? Wir haben die Möglichkeit, Mr. Orange, Ice Cream Man oder Vintage Face zu nehmen. Bei diesem Game ist alles einfach nur eine Fiktion, deswegen ganz wichtig, wir fangen jetzt nicht an, hier politisch rumzuragen. Und ich würde jetzt einfach mal die Mitte nehmen. Bum, bum, bum. Hey, verrückter Joe, es bleiben nur noch 3 Tage bis zu den Wahlen. Okay, hier so kriege ich meine Unterstützer, so kriege ich mein Geld und so kriege ich meine Votes. Okay. Los geht's, Leute. Oh, das bin ich, das ist meine Audienz. Oh nein, die haben alle Fragen, ich will die nicht beantworten. Also. Ich werde gefragt, ob ich quasi den Raumschiffaufzug unterstützen würde. Und dann sage ich, hat Elon Musk dafür Zeit? Ohne Zweifel. Ich werde das auf jeden Fall supporten. Ich finde, wir sollten unsere Steuergelder nicht darin investieren. Wer fragt mich das eigentlich? Irgendein Typ mit einer Papiertüte über den Kopf gezogen? Ich gebe mal die Antwort, die ist bestimmt falsch. Hat überhaupt Elon Musk dafür Zeit? Oh, jetzt habe ich ganz viel Herzen gebrochen. Ach, Herr Jemine. Oh mein Gott, Elon Musk hat sogar getwittert. Sie kennen mich gut, Sir, weil er es selber nicht macht. Also ich muss ja persönlich sagen, dass ich froh bin, dass ich nichts mit der Politik zu tun habe, weil du machst es nie allen recht und es ist extrem schwer. Und deswegen, ich bin der beste Präsident der Welt, wirklich. Okay, nächste Frage. Hallo, Mr. Präsident. Ich bin von Taiwan und meine Freundin lebt in New York. Wissen Sie, wann es endlich U-Bahnen gibt, dass ich von Taiwan nach New York fahren kann? So, erste Antwortmöglichkeit. Großartige Idee. Ich werde damit mit Elon Musk sprechen nächste Woche. Wir werden uns da sowas von reinackern. Ist ja eigentlich eine Sache, die ich niemals ihm versprechen kann, dass er seine Freundin sieht. Vor allem, wenn ich jetzt so anfange, dass ich einzeln recht mache, und das weiß ich von meiner Community, ich weiß es von euch kleinen Stinkern da draußen, wenn ich einmal einen Gefallen einer Person mache, dann kommen direkt die anderen und wollen es auch. Oder er sagt, hey, ist alles okay mit deinem Gehirn? Also ich weiß nicht. Ich glaube, meine Hörnchen machen sogar einen Abgang bei der Sache. Ich glaube tatsächlich, um ein guter Präsident zu werden, beziehungsweise gewählt zu werden, musst du einfach viele leere Versprechungen machen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, hey, mein Süßer, klar sorge ich dafür, dass du deine Freundin behalten kannst. Und ich fange an zu schwitzen. Kacke, ich bin so ein schlechter Präsident. Deine Gegner sind davon überzeugt, dass du einfach voll... Boah, das ist aber hart. Ich habe weniger Votes. Scheiße. Eine Reporterin. Top Story. Okay, also eine Parodie von mir, der mich nachahmt, rennt, als ich halbnackt durch die Gegend. Und das ist quasi viral geworden. Wie möchte ich quasi darauf reagieren? Also es ist einmal die Möglichkeit, ich veröffentliche ein Video, in dem ich quasi auf die Situation eingehe, während ich ein Bikini trage. Boom. Oder ich kaufe in der Newspaper-Zeitung eine Anzeige, in der ich quasi versuche, Dinge richtig zu stellen. Oder ich engagiere quasi einen Hacker, beziehungsweise einen Programmierer, der dafür sorgt, dass alle Clips aus dem Internet verschwinden. Ich würde mich eiskalt als Typ im Bikini hinstellen und das klarstellen. Ey, das wäre so sympathisch. Das wäre so unfassbar cool. Wenn das nicht klappt, dann will ich auch kein Präsident werden. Das mache ich jetzt. Oh mein Gott, die Wahlen gehen runter. Mein Clip im Bikini, der ging auch viral. Bescheidene Frauen oder schüchterne Frauen können das, was sie sehen, finden sie nicht toll. Aber egal, Leute. Die jungen Leute da draußen. Euch muss ich abholen. Ich muss euch abholen. Mr. President. Do you think the emergency evacuation kits should be officially So. Okay, ich habe gerade bestätigt, wir haben ja auch so kleine Emergency-Taschen dabei und dass die quasi künftig vom, von der Regierung freigegeben werden. Das hat sehr vielen gefallen. Ja, natürlich wieder die Gegenstimme sagt, wo hast du das Geld her? Also wie gesagt, man kann es niemand recht machen. Let's vote. Oh nein, es ist schon der Wahltag. Nein, ich habe nicht gewonnen. Nein! Ich bin kein Präsident geworden. Ich will aber jetzt aber unbedingt Präsident werden. Nein. Wir müssen es schaffen. Ach, da ist ja endlich der Barack. Da ist er ja endlich. Wir haben ihn freigeschalten. Yeah. Neuer Präsident, neues Glück. So, wir nehmen mal deine Frage. Hey, Sir, was würdest du tun, wenn du 72 Schulbusse sehen würdest, die quasi den Verkehr auslösen? Also er würde quasi darüber tweeten auf Twitter. Das wäre sowas von die Trump-Antwort. Ich würde rausgehen aus dem Auto, um zu sehen, was passiert. Es ist eine tolle Zeit, etwas schlafen.
zu bekommen. Ich würde sagen, die letzte, dieses Positive, wir können an gewissen Dingen nichts ändern, finde ich ganz nice. Oh, okay, das hat einigen gefallen, glaube ich, oder? Du hast jetzt mehr Energie, mehr Handy zu schütteln. Oh. Das kann ich jetzt hier machen. What? Soul Dancer? Hä? The dancers from Ghana can dance your soul away. Also, die kennt man ja. Ich habe die jetzt auftreten lassen. Boah, das gab ja voll den Shitstorm. You can't do that, baby. Du kannst es nicht tun. Oh, oh. Warum war das jetzt so negativ? Karen. Oh nein, es ist eine Karen. Nochmal zur Erinnerung. Eine Karen ist eine, beschreibt eine Frau in Amerika, genau mit dem Haarschnitt, die sehr zickig ist und sehr rassistisch. Wenn du jemanden wie eine Karen in deinem Team hättest, hättest du wahrscheinlich Probleme. Das könnte dir auch neue Wähler bringen. Ach so, ich kann es, ich nehme es mal. Oh Gott, es hat mich schon voll, oh Gott, nein. Oh, ich bin so ein schlechter Präsident. Hey, Barry. Oh, ich meine, Mr. President. Ich würde so gerne Gras legalisieren. Ich bin mir sehr sicher, du hast etwas mit dir. Ich möchte einen Joint. Was? Das ist doch voll das kleine Kind. Hä? Ich sag zu einem Kind, gib mir einen Joint. Das ist der Präsident. Oder wir sagen halt einfach nein. Ich sag manchmal auch einen Joint. Damn sure, du hast auch einen Joint. Alter, das... Oh, das wird mich jetzt richtig eliminieren. Oh mein Gott. Das ist so bad. Mr. President, wie er da steht so. Wenn Öl in das Wasser gerät, dann bleibt es an den Federn von dem Pinguin hängen. Und das könnte die Pinguine töten, wenn sie versuchen, ihr Fell zu reinigen. Dann rasieren sie einfach die Federn weg. Keine Federn, keine Flecken. Das ist echt hart. Wir werden unsere Kontrollen verstärken über die Öltanker. Wir werden jeden Pinguin ein Sweatshirt einfach anziehen. Ich mach mal das mit dem Rasieren. Yeah, wir rasieren die Pinguine einfach. Mag einfach keiner, ne? Damit habe ich echt verkackt. Porsche für Pinguine kritisieren mich, dass ich unmenschlich bin. Kannst du nur einen Finger benutzen, um etwas Sexuelles zu gestikulieren? Weiß deine Mutter, dass du hier bist und diese dumme Frage stellst? Nein, kann ich nicht. Boah, ich benutze nur einen Finger, um auf dem Tab zu klicken. Oh, das ist ja richtig bitter. Geile Antwort, die nehme ich. Das Gesicht. Oh, ey, so ein Präsident, Mann, wirklich mit den Wählen. Seht ihr, Leute, da haben wir es. Teenager denken, du bist super cool. Das Problem ist, die jungen Leute gehen eh nicht wählen. Oh mein Gott, da habe ich verkackt. Oh Gott. Wir machen das nochmal. Wenn der Cybertrucks mit einem Volvo FMX zusammenknallen würde, was glauben Sie, welcher gewinnen würde? Ich weiß, dass die Fenster von Tesla auf jeden Fall brechen würden. Oh. Er meint zwar, der Cybertruck ist hässlich, aber er ist eigentlich ziemlich stark, nicht? Boah, ich weiß nicht. Das ist halt auch wieder so eine Frage. Eigentlich sollte ich die kleinen Kids voll ignorieren. Die stellen nur dumme Fragen. Es gibt sich schon voll den Shitstorm. Oh, das war einigermaßen positiv, Leute. Oh, 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 ich sehe mich schon auf der Spitze. Ich sehe mich auf der Spitze. Oh nein, ist wieder ein Kind. Mr. President, die elektrischen Roller, die sind alle gar nicht richtig geparkt und werden immer irgendwo auf dem Gehweg abgestellt. Was denken Sie darüber? Das nervt mich übrigens auch. Also ich finde, wenn man schon so einen Roller verwendet, dann kann man den irgendwo ordentlich hinstellen, muss ihn nicht hinschmeißen. Ist es nicht sehr cool, überall Roller zu haben, wo du sie brauchst? Ich werde das mit dem Gesetz klären, dass das nicht mehr passiert. Er spricht mit der Firma und guckt, dass man halt Parking-Slots dafür findet, aber dann geht ja auch irgendwo der Sinn der Sache weg, oder? Ich mach mal das Erste. Oh, oh, das war nicht gut. Oh, no. Oh, no, ist so schwer. Was wollen die denn hören? Top Story. Das ist quasi wieder eine Frage von den News. Heute war der Stau wieder extrem schrecklich. Was würden sie dagegen tun? Oh, dann gehe ich raus aus dem scheiß Auto und lauf gefälligst. Ich twittere darüber, wie beschissen eigentlich der Stau ist. Ich gehe raus aus dem Auto und gucke, was passiert. Hatten wir ja vorhin eigentlich schon. Dann mache ich mal das Letzte. Das ist bestimmt voll unsympathisch. Ja, ich habe Pluszeichen bekommen. Juhu. Ja, wie er sich freut. Ja. Hallo, Mr. President. Glauben Sie, es sollten Handys für Kinder verboten werden? So eine gute Antwort. Wir sollten die Handys nicht verbieten. Wir sollten Kindern beibringen, wie sie damit richtig umgehen. Wir sollten sie komplett für alle Kinder verbieten. Boah. Vor allem in der Klasse. Warum könnten wir unsere Kinder nicht etwas Spaß haben lassen? Das ist auf jeden Fall die erste, die richtige. Oh, bitte lass mich gewinnen. Bitte lass mich gewinnen. Oh. Let's vote. Wählt mich! Ja! Wir haben gewonnen! Yes! Wir haben gewonnen, Leute. Wir haben gewonnen. Juhu! Ja! Beginning from today, let us unite as one spirit began to reshape the United States. Geil, Leute. Geil. Wir haben generell schon jetzt mehr Stimmen, weil wir beliebter sind. So. Mr. President, die chinesische Regierung kauft unsere Wissenschaftsinformationen von Wissenschaftlern ab. Ich werde die Wissenschaftler fragen, ob sie loyal für unser Land sein werden. Wir sind sehr froh, unsere Technologie mit China zu teilen. Alle einsperren! Ha! Das finden die sogar noch gut. Was? Nein! Wenn irgendwann ihre gegenseitigen oder die Gegenstimmer von ihnen die Straßen versperren, was werden sie tun, wenn die halt quasi demonstrieren? Ich werde sie alle aus dem Weg pusten ohne Gnade. Wenn die Mehrheit möchte, dass ich gehe, dann werde ich gehen. Oh, das ist aber lieb. Egal, wir bringen sie alle um! Das gefällt ihnen!
den auch noch. Keine Meinungsfreiheit mehr. Glauben Sie, Nordkorea hat die Power, mehr nukleare Waffen als Sie zu machen? Ich glaube, deswegen sollten wir Rocketman alleine lassen. Okay, im Vergleich zu Nukes sind BTS viel, viel stärker. Oh mein Gott, sie haben was Grobes, sie haben was unfassbar Schlimmes gebaut. Genauso wie die riesige Statue ihres letzten Anführers. Boah, jetzt beleidigen wir auch noch. Doch, es wird mal richtig beleidigt. Es gibt wieder, oh Gott, die liken es auch noch. Holy shit, ich bin voll assi, ey. Ich krieg sogar Supporters dafür. Was ist los? Also das Spiel lehrt mich gerade, wenn ich mich benehme wie das letzte A-Loch, habe ich viel mehr Chancen zu gewinnen. Oh nee, jetzt habe ich aber echt reingeschissen. Naja, Leute, das war's von dem Video. Ich würde sagen, ich lasse mal die Finger vom Präsidenten da sein. Ich bin lieber Präsidentin der GNUs. Das habe ich ein bisschen besser im Griff. Da habe ich nicht so viel Verantwortung. Aber wenn euch das Video gefallen hat und es euch generell interessiert, weil jeder Präsident ist quasi komplett anders und gibt andere Antworten, dann lasst Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne eure Meinungen dazu in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen drüber quatschen, aber bitte höflich, nicht irgendwie beleidigend oder sonstiges. Wirklich höflich, auch wenn ich irgendwas falsch verstanden habe, gerne die Kommentare schreiben und uns da gegenseitig aufklären. Das wäre ganz toll. Also dann ab in die Kommentare, Politik lernen und ich sag wie immer Ade mit E. Es war wundervoll und tschüss.